Ich habe jetzt so viel gehört von direkt und indirektem Grillen und habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Das ist ja jetzt eigentlich das, was man hier eigentlich beides machen kann. Wir können hier indirekt grillen, wenn man nur Hitze von oben bringt. Und wir können direkt grillen, wenn man Hitze von unten bringt. Oder man kann es kombinieren und kriegt Ober- und Unterhitze, was der Garprozess wegen beschleunigt. Und es ist ja so, dass das alles aus einer Feuerstätte geregelt werden kann, ohne dass man einen Feuerkasten bräuchte oder irgendwas. Überhaupt gar nichts. Wir können das auch modular aufbauen. Wie man sieht, ist daher eine ganz normale Feuerschale, die man sich zulegt. Und alles ist zum Schrauben, zum Stecken, zum Verstellen, ganz einfach mit einfachen Handgriffen abnehmbar. Und man kann einzelne Teile kaufen oder das ganze Set als Ganzes. Einfach. Also es ist das wie ein Baukastensystem, ja. Und man könnte es immer wieder erweitern. Ja, oder man kann verschiedene Sachen, also hier kann man den Dutch Oven auch aufhängen. Wie heißt man das nochmal? Das ist ein Feuermarkt, ein Petromax Dutch Oven. Okay. Die Grille umbauen ist. Und man kann den an den Haken aufhängen, ohne die Platte dazwischen. Und man kann es direkt über Feuer grillen. Wahnsinnig, ja. Klasse. Man kann den ein wenig in die heißere Zone hängen, klasse. Oder in die etwas kühlere Zone. Wenn man es warm halten will, hängen wir es nach vorne. Wenn man es richtig scharf anbraten will, hängen wir es nach unten. Weiter unten und weiter hinten, dann ist es heißer. Und so kann man das dann mit der Temperatur ein bisschen regeln. So kenne ich das von unserer Beiterbase aus Pullendorf. Da haben sie auch solche Gulaschkanonen, wo sie so ans Feuer hängen. Genau. Und das sind ganz spannende Geschichten, was er sich da baut. Ihr seht, das sind also Grills. Da ist alles da, was man sich denken kann. Da sind die ganzen Grillaufhänger da. Da ist alles da. Wir werden jetzt noch den Thomas selber mal noch ein bisschen befragen. Und er soll mal ein bisschen über seine Grillauskunft geben, was man damit eigentlich machen kann. Ich bin schon gerügt worden, das hier ist nicht ein Grill, sondern das ist eine Feuerschale. Wir haben natürlich kulinarisch sehr gut gegessen. Es wird immer mal wieder hier gekocht. Es ist ein Profi-Koch mit dabei, ein Griller mit dabei und das waren noch ganz spannende Videos worden. Wir werden jetzt mal Thomas ein bisschen zuhören, der wird jetzt mal seine Feuerschale erklären, wie die, was man aus der alles machen kann und wie man mit der umgehen kann. Das sieht man schon, die hat eine wunderbare Patina gekriegt. Jetzt nur für das, dass sie warm gemacht worden ist. Da kann man Wurst, Fleisch, Gemüse, alles drauf grillen. Ist eine vollflächige Auflageform, fällt nichts durch, fällt nichts weg. Bleibt der Saft erhalten, man kann es mit der Spachtel zusammen kratzen und auch die Röstaromen mit ins Gericht kriegen, ohne dass es reinfällt ins Feuer und krebserregende was weiß ich, Stoffe gibt. Wir können die Platte austauschen gegen eine zweite Feuerschale. Die stecken wir auf der gleichen Höhe ein und kann dann zwischen der oberen und der unteren Feuerschale einen Spießgrill betreiben. Und wenn
man zwischen Hunger kriegt, kann man auf der zweiten Ebene mit dem Spieß entweder Würstchen grillen oder ein Stück Fleisch grillen und kann die schön gleichmäßig rundherum anrösten und grillen. Und hat man die Möglichkeit auch schnell mit dem zweizackigen Spieß entweder Fleisch oder Grill oder Würste zu grillen, und ich kann sie über das offene Feuer hängen von der zweiten Etage und kann die für den schnellen Hunger zwischendurch machen. Die Ananas stehen jetzt drauf, um die ein bisschen anzuwärmen. Die Ananas stehen drauf, dass die warm werden. Je länger die gewärmt werden, desto süßer und feiner werden die dann und entwickelt mehr Aroma. Mhm. Kommen die dann ins Grillgut? Bitte? Kommen die ins Grillgut rein? Die schneiden wir dann in Scheiben und dann sie auf der Platte mit braunem Zuckerbeerträufler, mit dem Spezialgewürz von meinem Caterer, der die das karamellisieren lässt und wird dann wunderbar lecker als Nachtisch zu machen. Kann man dann also das mit der Restwärme von der dicken Platte, kann man das nachher garen, während man selber isst, kann man das nachrichten, und bis man fertig ist mit Essen, kann man das dann noch gleich mit Vanilleeis oder so genießen. Also das ist praktisch der letzte Gang, den auch beim Grillen? Das ist der letzte Gang, das kann man mit Restwärme von der Platte machen. Die Platte ist 15 mm stark und speichert extrem gut Hitze. Und man kann dann den Nachtisch quasi auf dem... Von wie viel Grad reden wir da eigentlich, wenn man im Grill sich irgendwo da betätigt? Wenn man richtig Gas gibt und wenn richtig Feuer drunter ist, wird die Platte bis zu 450 Grad heiß.
Musik.